Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch allen da draußen hier zu unserem nächsten Webinar über JFD Invest. Und natürlich auch im Namen von JFD ein herzliches Willkommen hier zu diesem Webinar. Freut mich, dass so viele hier den Weg in das Webinar gefunden haben und das trotz des super sonnigen Wetters oder vielleicht sollte ich dabei sagen, zumindest bei mir ist es super sonnig und ich hoffe einfach bei euch natürlich auch. Mein Name Stefan Friedrichowski, jetzt heute mal ungewohnt. Dieses Webinar wird ja meistens vom Christian Kämmerer gemacht. Ich vertrete ihn heute. Ich weiß gar nicht, was er anderes vorhatte, aber mache ich natürlich gerne. Normalerweise mache ich die JFD Invest Webinare immer auf Englisch, also meins war schon beispielsweise dann gestern. Nichtsdestotrotz will ich gerade euch jetzt heute die Möglichkeit natürlich auch eröffnen, da ich jetzt heute das Webinar hier mache und ich tatsächlich auch noch derjenige bin, der hinter einigen dieser Strategien, die wir gleich wieder sehen werden, bei JFD Invest ja auch persönlich hinterstehe. Das heißt, viele kommen direkt genau aus meiner Feder. Also wenn es da nochmal spezifische Fragen zu der einen oder anderen Strategie gibt, auch die, die nicht von mir sind, glaube ich schon, dass ich die meisten Fragen dazu ebenfalls beantworten kann. In Summe, was haben wir heute vor? Natürlich Highlights wollen wir schauen. Was war das Highlight der letzten Woche? Und das, was wir natürlich auch gucken wollen, ist auf meinen JFD Invest Account. Also auch der, den wahrscheinlich auch der Christian Kämmerer immer hier vorstellt. Mal schauen, wie die Allokation im Moment ist und ob wir eigentlich gut gewappnet sind. Ich will nämlich heute das Webinar auch ein bisschen dazu nutzen, wieder mal zu appellieren. Ja, JFD Invest ist eine coole Trading-Plattform, bei der man einfach professionellen Tradern und ihren Strategien folgt, indem man diese Trades dann automatisch 1:1 in sein Konto kopiert kriegt, wo wir natürlich auch gleich nochmal kurz drüber reden müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich selbst habe dann auch, und ich habe da absolut dieselbe Brille auf wie ihr, wenn ich auf den JFD Invest, also meinen JFD Invest Account schaue, dann gucke ich aus der Brille des Portfolio Managers. Und so schön die Strategien sind, ich bleibe noch involviert. Und das ist auch gut so. Das heißt, ich hänge immer noch mit drin und frage mich, hey, bin ich in den richtigen Strategien allokiert? Also folge ich den richtigen? Wenn ich jetzt frage, was sind denn die richtigen? Na gut, dann müssen wir eh drüber reden, wie wir auswählen. Aber wir haben im Moment eine besondere Zeit. Dem ist halt so. Und die besondere Zeit, ein Blick in die Nachrichten zeigt es immer einfach. Jede zweite Überschrift beschäftigt sich irgendwie mit UK und dem Brexit. Das heißt, da ist natürlich im Moment besonders was los. Das hat wiederum Konsequenzen. Das heißt, wir sollten immer schauen, welche Strategien haben eine hohe Belastung gewissermaßen durch das britische Pfund. Und tendenziell sorgt die ganze Unruhe natürlich rund um den Brexit um viel Bewegung auch im britischen Pfund. Und von daher können wir sagen, okay, wir greifen gewissermaßen ein bisschen ein, indem wir vielleicht genau die Strategien zurückfahren, vielleicht mal kurzzeitig aussetzen, die besonders heftig im britischen Pfund aktiv sind. Alles mal nur natürlich meine Meinung. Ihr wisst, jeder ist natürlich für sich selbst und seine Aktivitäten verantwortlich. Und wenn ich jetzt damit schon gerade anfange, soll natürlich auch der Risk-Disclaimer einmal gezeigt werden, dass natürlich ich hier über meinen Account rede, über die Strategien rede und dergleichen. Aber schließlich, wenn es ums eigenes Traden geht, ist natürlich jeder für sich selbst verantwortlich und auch für alle Aktionen, die dann damit verbunden sind. Also das ist sicherlich auch klar. Gut, jetzt habe ich gesagt Highlights. Okay, gucken wir mal kurz auf den Newsletter, den wir rausgeschickt hatten. Was war die Best-Performing-Strategie letzte Woche? Das war FX Global Performance und ihr seht hier, war es ein bisschen klein, kriegen es nachher noch ein bisschen größer. Auch nochmal die Equity, oder genau genommen ist hier der Growth dargestellt, von genau dieser Strategie. FX Global Performance. Okay, wir sehen natürlich zum einen, hat gut 30% erwirtschaftet, aber natürlich sehen wir auch zwei Besonderheiten schon hier in diesem kleinen Bild. Hier gab es irgendwie mal so einen komischen Spike nach unten, müssen wir mal drüber reden. Und hier haben wir mal einen Drawdown gehabt in der Strategie, müssen wir auch drüber reden. Also,
Interessante Strategie. Und wir sehen, hier steht sogar direkt, nachher zeige ich, wo man die Informationen auch grundsätzlich immer finden kann für alle Strategien auf JFD Invest. Okay, britisches Pfund, US-Dollar ist unter anderem ein Symbol, was hier von dieser Strategie getradet wurde. Die anderen Top-Performer, Last Week ist Hyperion, der tradet übrigens ausschließlich oder nahezu ausschließlich DAX und den Dow Jones. Und Goldmine ist ein bisschen breiter aufgestellt, tradet einige Symbole. Können wir je nach Zeitlage nachher nochmal einen Blick reinwerfen, wie es denn da so drum steht. Also FX Global Performance müssen wir uns definitiv angucken. Auch über 12 Monate sieht ja die Equity-Kurve schon auch beeindruckend aus. Und natürlich möchte auch ist so eine Strategie interessant für jedes Portfolio, was auch immer ihr genau als euer Portfolio anseht bei JFD Invest. Ganz kurz, wie geht es eigentlich drumherum? Also de facto ist JFD Invest, und ihr findet das direkt hier auf der Homepage unter JFD Invest, unter Investieren. De facto ist es eine Social Trading Plattform, eine Mirror Trading Plattform. Also Trades werden gespiegelt. Was soll das heißen? Das heißt, die Trades des Masterkontos landen automatisch in eurem eigenen Konto. Und ohne weiteres Zutun. Das weitere Zutun ist dann wohl, dass ihr festlegt, naja, wie viel Geld gebe ich einer gewissen Strategie und wie soll die Strategie mit dem Risiko umgehen? Kommen wir aber noch drauf. Grundsätzlich, das sieht man direkt schon hier auch auf unserer Homepage, ihr seht, wir reden hier nicht über Klein-Klein und Strategien, die mal so ein paar Prozentchen vielleicht im Jahr machen. Nee, da sind auch welche dabei, wie zum Beispiel Hyperion, mit schon mittlerweile über 90% Ertrag. Und das in weniger als einem Jahr. Also Top-Performing-Strategien, die wir hier ohne Zweifel sehen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, okay, dem Ertrag, also dem Gross, ist oft auch etwas entgegengesetzt. Und da müssen wir zwei Fragen stellen, nämlich zum einen nach Drawdowns oder auch, und das ist ganz wichtig, und ist hier auch schon auf der ersten Seite, hier selbst auf der Website schon dargestellt. Wir müssen darüber reden, was kann denn so eine Strategie als Equity Balance Deviation oder Abweichung hier haben? Und was ist denn das überhaupt? Ganz kurz dazu, weil das ist für mich auch eine wichtige Größe, die ich gerne hier immer auch betone. Ihr kennt das vom normalen Traden. Ihr öffnet einen Trade und, naja, mal abgesehen von der ersten Millisekunde, wo eigentlich praktisch jeder Trade auf der Welt immer im Minus ist, schlicht und ergreifend wegen Kommission und Spreads, der Trade kann ja erstmal gegeneinlaufen. Also im Englischen nennt man das nachher Floating Losses. Also einfach der Buchverlust, den man dann hat. Der Trade kann auch heftig gegeneinlaufen. All die Dinge sind natürlich möglich. Und das führt genau zu dieser Equity Balance Abweichung, weil Balance ist immer der Kontostand im Rahmen aller abgeschlossenen Trades und die Equity ist der Kontostand abgeschlossene Trades plus die offenen Positionen. Und wenn hier also größere Zahlen auftauchen, heißt das, dass da durchaus mal ein höheres Minus in den laufenden Trades war. Die Dinge erzähle ich immer deshalb, weil die führen dazu, dass sie euch in die Lage versetzen, als Portfolio-Manager die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die, ob was jetzt hier richtig und falsch ist, kann man nicht per Definition irgendwie beantworten, sondern hängt einfach damit zusammen, mit welcher Erwartungshaltung ihr an das Portfolio, an den JFD Invest Account herangeht. Der eine sagt, okay, also ein Drawdown von 10% oder auch eine Floating Loss von 10%, das ist ein Nightmare, das will ich nicht haben. Damit kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ein anderer sagt, ach, mein Gott, wenn das mal 50% sind, so what? Lass es doch so sein. Das heißt, wir reden hier über verschiedene Ansätze. Und von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass irgendetwas genau richtig oder falsch ist, sondern das hängt natürlich damit zusammen, mit welcher Risikoeinstellung man hier rangeht. Und da will ich definitiv nicht sagen, irgendetwas ist richtig oder falsch, gut oder schlecht, weil das hängt einfach mit den eigenen Eigenschaften zusammen. Und das Gute ist, genau die eigenen Präferenzen kann man hier umsetzen. Umsetzen, Stichwort, kurz die schnellen Schritte. Also alles, was man braucht, ist ein Profil. Das ist eigentlich so ähnlich, als wenn man sich nur irgendwo anmeldet. Also eine E-Mail-Adresse und ein
ein Passwort, das man selber vergibt. Der nächste Schritt wäre das Öffnen eines JFT-Investment-Kontos, was man dann kapitalisiert. Das ist ein Sonderkonto, also Sonderkonto insofern. Es hat zwei besondere Eigenschaften. Die eine mag im ersten Moment immer merkwürdig erscheinen. Ihr selber könnt nicht traden auf dem Konto. Das heißt also, ihr könnt schon traden, aber nur im Sinne von Mirror Trading. Das heißt, ihr könnt den Strategien folgen. Aber selber zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Trade, Euro, US-Dollar Long. Nein, das geht auf dem Konto nicht. Zweite Besonderheit. Das Konto hat einen Hebel von 1 zu 100, weil man folgt professionellen Tradern und deswegen hat man da auch die gleichen Konditionen. Wenn man dann die beiden Sachen miteinander verbindet, schon kann man loslegen und Strategien folgen. Jetzt wollen wir allerdings mal ein bisschen genauer reingucken. Und auch das ist eine Möglichkeit, die jeder von euch hat, ohne bereits schon registriert zu sein. Es gibt nämlich hier auch den Gastzugang. Und das ist ziemlich gut, um einfach mal selber hier auch einen Überblick zu bekommen, was ist denn hier so los und was geht denn hier? Ihr seht, dass die Tabelle ein bisschen länger geworden ist. Nicht mehr nur noch die Top 5, sondern in Summe sind es 11. Den 11. findet man übrigens auf der zweiten Seite hier. Ansonsten sind die grundsätzlich immer erstmal nach dem Return sortiert. Jetzt müssen wir gucken, was haben wir denn hier an besonderen Informationen? Ich beschreibe das auch ein bisschen aus der Brille. Immer mit der Frage, ist die Strategie etwas für mich? Möchte ich die haben in meinem JFT Invest Account? Also will ich genau der folgen? Das ist immer die Frage, die ich mir auch selber stelle. Und ich folge ja, ich zeige nachher auch die Zusammensetzung des Accounts, welchen Strategien ich aktuell folge mit meinem JFT Invest Account, der mittlerweile bei knapp 45% Profit innerhalb von 6 Monaten steht. Und das mit einem sehr, sehr schönen kleinen Drawdown und sehr, sehr kleinen Equity Balance Deviation. Und wie man das erzielt? Naja, natürlich genau durch A, diese Diversifikation, nicht genau alles auf eine Strategie setzen, sondern das Ganze zu verteilen. Und dadurch kriegt man einfach alles ein bisschen geglättet. Und das andere ist, einfach die richtige Auswahl zu treffen zu seinem eigenen Profil, also das, was man gerne mag. Schauen wir mal auf den Top-Performer der letzten Woche. Jetzt haben wir das Bild auch mal ein bisschen größer hier, nämlich im Sinne des Growth. Und hier dieser Spike nach unten, das ist genauso ein Beispiel gewesen, wo es hohe Floating Losses gab. Der zweite, da wurden Trades tatsächlich im Minus geschlossen und deswegen auch ein sozusagen echter, sauberer Drawdown. In Summe, naja, ihr seht es, 30%, so what. Dieses Equity Balance Deviation, also diese Abweichung, können wir uns auch genauer angucken. Haben wir extra einen Button für, damit wir diese Floating Losses auch mal genauer unter die Lupe nehmen können. Und dann sieht man schon, naja, meistens kommt die Strategie mit relativ moderaten Zahlen aus, also unter 5% locker. Nur ein paar Mal, es sind eigentlich nur wenige Tage, wo das mal war. Das ist hier 12. November und dann hier nochmal 19. Februar und da nochmal 2 Tage davor. Weitestgehend kriegt es das also so hin. Ab und zu muss etwas tiefer nach unten. Okay, immer, ich betone die Sachen mit dem Blick auf, hey, ist die Strategie etwas für mich? Wenn ja, dann kann ich ihr folgen. Zweite Frage, mit wie viel Geld gehe ich denn rein? Da müssen wir natürlich auch mal drauf gucken, mit wie viel Geld gehe ich denn rein? Ist natürlich ganz, ganz frei sind wir da nicht. Wir haben, das sieht man, ich bin hier von auf Details gegangen. Man sieht, dass wir zu jeder Strategie immer eine Zahl haben, die heißt Minimum Investment. Also sprich, mit wie viel Geld muss ich minimal in die Strategie investieren, damit ich teilhaben kann. Das sieht man hier zum einen. Man sieht übrigens mal noch ein paar andere nette Zusatzinformationen, die vielleicht auch interessant sind. Wie viele Investoren gibt es in der Strategie und wie viel Geld steckt da in Summe mittlerweile drin in dieser einen Strategie? Letzte Zahl, die ja auch noch steht, Performance Fee. 25%. Da mag der ein oder andere denken, ups, das ist aber viel. Ja, nein. Weil das Gute ist, die Performance Fee ist nach dem Grundsatz High Watermark. Das heißt, nur wenn die Strategie, also der ich folge, neue Höchststände erreicht und ich mit meinem Geld, dem ich da folge, dann entsprechend, nur dann ist auch diese Performance Fee auf die Gewinne fällig. Das heißt, von meinen Gewinnen gehen zwar 25% weg,
Aber es geht dann nicht so, die Strategie macht 1000 Euro plus, ich muss 250 Euro zahlen, dann machst du 1000 Euro minus, okay, dann machst du wieder 1000 Euro plus, nee, dann muss ich nicht erneut wieder 250 Euro zahlen. Neue Höchststände. Das ist die Regel. Also von daher ist das durchaus okay, weil ja, nur wenn da auch Gewinne sind. Ich werde nachher sehen, warum ich das selber auch so entspannt sehe in meinem JFD Invest Account. Okay, ich habe 45% zwar mittlerweile erwirtschaftet und netto sind es dann irgendwie sowas wie 33%. Ja, okay, da habe ich zwar was verloren, aber ist ja trotzdem noch ein gutes Ergebnis. Also von daher will ich mich da nicht beschweren. Ich habe gesagt, wir sollten bei all dem auch immer im Moment auf eins gucken. Wir sind weiterhin Portfolio-Manager, wenn wir Strategien auf JFD Invest folgen. Und das heißt, so ganz einfach nur blind vertrauen tue ich nicht. Nein, ich gucke auch mal, was wird denn getradet? Und auch diese Informationen neben diesen anderen auf statistischen Kenngrößen zu jeder einzelnen Strategie, da muss man natürlich auch mal reingucken, was wird denn überhaupt getradet? Vielleicht hat auch der ein oder andere, würde die Aussage machen, nee, nee, also da, wo der DAX getradet wird, das will ich absolut nicht in meinem Konto haben. Warum auch immer. Alles Präferenzen, auch da wieder kein gut, kein schlecht, kein geht nicht, geht gar nicht, nix, ganz neutral. Die Strategie tradet drei Forex-Symbole und wir sehen, dass es sogar tatsächlich die meisten Trades im britischen Pfund US-Dollar macht. Jetzt weiß ich, wie die Strategie in etwa funktioniert. Die profitiert natürlich schon davon, wenn wir viele Raufs und Runters gerade haben im britischen Pfund US-Dollar. Umgekehrt, wenn es jetzt auch mal lange in eine Richtung geht, könnte es auch mal schwierig werden. Das sind genau die Momente, wo hier diese Floating Losses entstehen. Es bleibt jedem selbst überlassen, natürlich zu fragen, hey, okay, die macht mehr als ein Drittel aller Trades im British Pfund. Ob das dann jetzt im Moment, wo wir gerade die Brexit-Diskussion haben und wir sind irgendwie zwar gefühlt ständig in einer Endphase und jetzt wird die Endphase vielleicht auch noch ein bisschen verlängert, bleibt natürlich wie immer euch überlassen. Aber ich will es mal mit erwähnen, weil das für mich persönlich schon auch eine Rolle spielt, welche Instrumente werden denn da getradet. Gucken wir uns das sonst mal in Summe ein bisschen an und gehen mal hier durch, welche Strategie wäre denn da besonders im Moment von betroffen. Dann weiß ich es gewissermaßen auswendig. Und zwar besonders betroffen wäre im Moment die Strategie Galileo. Schauen wir hier auch mal rein. Auch fantastisches Wachstum, was wir hier sehen. Innerhalb eines Jahres mehr als 70% Profit erwirtschaftet. Und ihr ahnt schon, naja, was sind denn hier diese kleinen Einbrüche? Können wir auch nochmal schnell wieder gucken. Hat natürlich wieder was mit offenen Positionen, die im Minus waren, zu tun. Das ganze Bild ist ein bisschen anders als gerade FX Global. Hier haben wir tendenziell häufiger diese Floating Losses, aber dafür in der Spitze nicht ganz so hoch. Okay, auch wieder eine gute Information. Hier natürlich auch die Frage, hey, welche Instrumente tradet in die Strategie? Und hier ist es jetzt schon mehr als 50% aller Trades fallen tatsächlich auf etwas mit britischem Pfund. Hat übrigens zur Konsequenz, dass im Moment ich beispielsweise mit dem Portfolio, was wir uns gleich noch anschauen werden, zum Beispiel in diesen beiden Strategien, so schön ich sie finde, Galileo und FX Global, nicht drin bin. Halt wegen dem sehr viel britischen Pfund. Wenn wir schon so einen kleinen Review machen, gucken wir uns noch den absoluten Top-Performer hier mal genauer an. Es ist Hyperion und wieder ein völlig anderer Typus von Growth. Hier auch gleich mal ein Blick wieder auf die Equity Balance Deviation, die dann nochmal wieder anders aussieht. Und erinnert euch an das, was ich vielleicht schon fast an beim ersten Bild gesagt habe. Meistens geht einher, wir kriegen genau dann halt hohe Returns, hier 90%. Ja, wenn wir auch hohe Verluste mal zwischendurch oder höhere Verluste mal zwischendurch halt einkalkuliert zulassen. Und deswegen genau die Aussage, jeder muss fragen, was passt zu mir? Wer
zu den minus 40%, so, okay, dann ist das natürlich die absolut erste Wahl an Strategie, weil hier kommt auch entsprechend ein sehr hoher Return bei raus. Diese Strategie, wie ich sagte, tradet. Hier stehen zwar vier Instrumente oder vier Symbole, aber eigentlich ist es nur der DAX und der Dow Jones, der hier wirklich signifikant getradet wird. Jetzt habe ich versprochen, dass wir noch mal kurz auf den Account gucken. Okay, weil das ist durchaus interessant, mal zu sehen, wie jemand anders, der genau das gleiche im Blick hat wie ihr, nämlich mit JFG Invest ein Portfolio aufzubauen, wie der das denn gemacht hat. Also ihr seht hier mein JFG Invest Account. Das heißt, was ich euch hier zeige, ist genau dasselbe. So sieht es für euch aus, wenn ihr einen habt. Also ich hoffe, ihr habt den gleichen Growth in dem Chart, aber technisch gesehen, das war gerade der Login und so weiter und so fort. Was man dann hat, ist, man guckt hier direkt auf die Balance seines eigenen Accounts und genau, was ich vorhin sagte, also bisher knappe 45% sind hier ziemlich gerade, ich glaube, das kann man sagen. Dass es recht sauber hier nach oben geht. Also die monatlichen Zuwächse sind ungefähr jeden Monat gleich. Eigentlich müsste man hier langsam mal das Geld wieder entnehmen. Nein, Scherz beiseite. Ihr seht, das ist einfach der Growth über die letzten 6 Monate, genau seitdem man bei JFG Invest diesen Strategien folgen kann. Die Strategien selbst, habt ihr vorhin auch schon gesehen, die sind in aller Regel haben noch eine längere Historie, kann man uns auch nochmal gleich ein Beispiel anschauen, mit einer ziemlich langen Historie mittlerweile schon. Aber so sieht es halt aus. Das ist das, was bisher erreicht wurde. Und ja, das gucken wir natürlich mal auf die Allokation. Also, welchen Strategien folge ich denn? Ich bin komplett investiert, was mein ursprüngliches Investment angeht, also meine 10.000 Euro, die hier reingeflossen sind. Und ihr seht, ich folge gerade 6 Strategien. Gehen wir nochmal kurz durch. Euro Dream ist reiner US-Dollar, Euro-US-Dollar-Trades, ist nicht besonders aggressiv, kann man einfach auch hier locker drin nehmen. Power FX, es tradet Power Candles auf D1-Basis. Da sind zwar auch einige britische Funde bei, aber wie gesagt, es ist auf D1-Basis. Also da ist nichts irgendwie Schlimmes zu befürchten. Definitiv nicht. Archimedes, der tradet sogar am meisten Euro-Polnisch Zloty. Also auch mal ein ganz interessantes Ding. Ideal für Seitwärtsmärkte und Euro-Polnisch Zloty machen genau so etwas. Auch eine sehr, sehr schöne Strategie. Vulcano tradet ausschließlich australischer Dollar gegen den kanadischen Dollar. Ist für mich immer so ein schöner Beimix, weil der eine unwahrscheinlich hohe Stabilität über mehr als ein Jahr hat. Goldmine, den gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Dem folge ich noch und schließlich und endlich der Strategie Balance. Goldmine, habe ich gesagt, sollte man nochmal einen Blick drauf werfen. Weiß ich gar nicht, ob der Klick hier schon funktioniert hat. Da war er sogar. Also nochmal geklickt. Also auf Goldmine. Nochmal eine etwas andere Strategie. Hier auch ein schönes Wachstum. Aber gucken wir mal als erstes auf die Historie. Die Historie, nein, die ist jetzt mittlerweile schon mehr als 1,5 Jahre alt oder ungefähr genau 1,5 Jahre Historie haben wir in der Strategie in einem entsprechenden Live-Konto. Naja, okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Monate mal mit einem Minus gehabt. Okay, kommt sozusagen in der besten Familie vor. Aber ansonsten grüne Zahlen, kontinuierlicher Growth. Und schauen wir mal hier kurz, was denn die Strategie genauer tradet. Ihr seht, oh, das ist ein ganz noch ein Mix. Damals, als sie noch lief, gab es ursprünglich noch die Mini-Kontrakte, die sogenannten Mini auf Gold. Deswegen stehen auch die hier noch mit drin. Hier werden in Summe so grob 12 Instrumente schon als Portfolio innerhalb der Strategie getradet. Das heißt, sie ist hochgradig diversifiziert, hat eine Menge Trades auch schon hinter sich, nicht in allen Symbolen gleich viele. Hier sind auch dreimal das britische Pfund dabei, aber halt unter anderem sozusagen, also neben
vielen anderen. Deswegen habe ich gesagt, okay, der Strategie bleibe ich sozusagen treu und lasse sie weiterhin in dem Portfolio drin. Dass es hier auch Drawdowns gibt in der Strategie, ja, sowas passiert, sowas kann sein, gehört also gewissermaßen hier auch mit dazu. Da ich das bei den anderen auch immer mit zeige, will ich hier natürlich auch mal auf die Equity Balance Deviation gucken. Also wie groß sind denn so laufende Verluste aufgrund von offenen Trades? Dann haben wir nochmal eine komplett andere Charakteristik, nämlich kleinere Zahlen. Vor allen Dingen kleinere Zahlen und nur, naja, wir haben zwar in der Spitze auch mal etwas mehr als 5. Aber ansonsten sind hier nicht so riesige große Floating-Verluste in der Historie drin. Und ihr seht, okay, scheint recht guten Zuspruch bei einigen Leuten zu haben. 34 Investoren sind in der Strategie mit in Summe 120.000 Euro mittlerweile drin. Gut, soweit mal der Überblick und auch die Allokation. Also, für mich heißt es nach wie vor, ganz außen vor, auch ihr seht, ich rede hier sozusagen mit zwei Brillen. Natürlich bin ich einerseits auch jemand, der hinter den Strategien steht. Ich bin hier aber auch gewissermaßen exemplarisch selber, genau wie ihr quasi Kunde und folge Strategien. Und das ist das, was man damit erreichen kann. Und wie schön das geht, vor allen Dingen, dass man dann eine durchaus sehr geglättete Equity-Kurve kriegt, will ich noch mal kurz hier oben rechts kann man nämlich jetzt was mal schon immer schon mit, auf unserer Plattform was machen, indem man nämlich auf View eigener Account dann klickt, dann sieht plötzlich der eigene Account aus, als wenn er eine wie die Strategien. Das heißt, er wird genauso dargestellt mit den gleichen Parametern, mit den gleichen Möglichkeiten, das Konto zu analysieren. Und da haben wir dann den Growth sowie von anderen Strategien. Und weil ich da so oft drüber geredet habe, will ich es natürlich hier auch zeigen. Nämlich wieder die Equity Balance Deviation. Maximum waren 8%. In der meisten Zeit eigentlich unter 2%. Das heißt, auflaufende große Floating-Verluste habe ich nicht. Und warum? Diversifikation. Diversifikation ist natürlich hier das Schlagwort. Dadurch das Risiko runterfahren in Summe, weil man nicht alles halt auf eine Karte setzt. Und von daher war es sogar möglich, bisher keinen einzigen roten Monat als Portfolio-Account hier zu erwirtschaften. Und das ist richtig schön. Und dass es wirklich sozusagen zur Sache geht und dass dann da auch einiges getradet wird, sieht man, hups, also 2.200 Trades wurden bisher in kopierter Form, also genau wie bei euch, durchgeführt. Natürlich ist die Liste der Instrumente jetzt ziemlich lang. Da steht eigentlich sozusagen fast jedes Forex-Pair drauf, was man so handeln kann. Und da ich bisher noch nie der Strategie Hyperion gefolgt bin, habe ich auch keinen einzigen DAX oder Dow Jones Trade drin. Und man sieht, ich kriege manchmal die Frage gestellt, kann man im Forex Geld verdienen? So ganz grundsätzlich. Und ich glaube, die Antwort sieht man hier schon mit dem Account. Gut, soweit für heute. Mal am Freitagnachmittag und heute dann auch auf Deutsch, obwohl es mir manchmal schon fast schwerfällt. Vor allen Dingen weiß ich nie so richtig, was ich statt Floating Losses sagen soll. Buchverluste wäre, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Aber egal. Ein paar englische Wörter kommen dann trotzdem durch. Schadet aber nichts, glaube ich. Die meisten werden auch die natürlich verstehen. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar mehr Insights hier gekriegt für JFD Invest, was geht, wie es geht und welche Möglichkeiten da in Summe hinterstecken. Ich wünsche allen einen ähnlichen Account wie diesen hier. Also von daher, wenn noch Fragen sind, alles auch kein Problem. Ihr seht auch nochmal hier meine persönliche E-Mail-Adresse. Also wenn es noch um ein paar Details mehr geht, gerne auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Und ihr habt es schon das ganze Webinar über bemerkt, ich habe euch gewissermaßen mit du angeredet. Tut das Gleiche bitte mit mir. Wenn immer ihr mir eine E-Mail schreiben solltet, ihr könnt ihr gerne mit Stefan anfangen. Also überhaupt gar kein Problem. Und natürlich euch noch eine super schönes Wochenende. Hoffentlich bleibt die Sonne, wie sie gerade ist. Und ja, dann nächste Woche,
wird wahrscheinlich wieder Christian da sein. Okay, mach's gut. Bis dahin. Tschö.